Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sticks, Master of Shadows. Ja, wer dieser Zwerg hier ist, ob es der wahre Sticks ist, keine Ahnung, zumindest sieht er aus wie ein Ogre. Ich hoffe, der kann mehr als der letzte. Auf jeden Fall sieht er nicht ganz so aus, wie ich ihn kenne. Möchtest du Versteck verlassen und Mission starten? Auf jeden Fall, Freunde. Der Schöpfer kommt jetzt dran. Oh yeah, denn im letzten Part haben wir es endlich geschafft, den Gefangenen scheinbar zu befreien oder besser gesagt dann irgendwie abzuschlachten, oder wir sind jetzt der Abgeschlachtete, keine Ahnung, zumindest sind wir verwundet, wie auch immer das jetzt gehen soll. Ich bin da nicht ganz nachgekommen, wenn da einer mehr nachgekommen ist, soll er es mir sagen. Er spielt sich jetzt auch irgendwie anders. Nur ein Klon kann hier durch. Ist klar. So. Sand ist wieder voll. Ha. Dadurch kann man nicht mehr. Darunter sollte ich nicht. Und da kann nur ein Klon durch. Na dann. Gehen wir mal durch. Und versuchen hier aufzumachen. Ich töte den mal. Lass ihn wieder erscheinen. Übernehme wieder die Kontrolle. Geh jetzt hier lang. Wie komme ich dort rüber? Ach so, von da. Kein Problem. So. So. Nice. Ich bedanke mich herzlichst, Freundchen. Oh, nee. Jetzt haben wir wieder dasselbe Problem in Grün wie im letzten Part. Jetzt müssen wir hier zurückkommen, oder wie? Der Schöpfer. Und ich soll mir irgendwie einen Dolch holen. Habe ich keinen mehr? Oder was läuft jetzt? Ja, klar. Übertreib halt nicht. Ich habe nur Sand dabei. Und warum leben die Gegner wieder? Das ist eine viel interessantere Auffassung und Ansicht der Dinge. Willst du mich verarschen? Mit dem Alten ging das so viel besser. I'm sure something's hiding around here. Well, let's get back on.
Naja gut, das bringt anscheinend nichts. Dann gehen wir halt hier wieder. Ha. Keine Ahnung, was das hier gerade soll. Ich speichere hier mal. Nochmal, ja, ich weiß, schon wieder, aber wie ihr im letzten Part gemerkt habt, kommen wir so eher weiter. Ha. Komm. Mach schon. Geh weiter. Vollidiot. Guckst du die Wand gerne an? Ich hoffe nicht. Da können wir nochmal nichts machen. Ein Hauch von nichts. Ist klar. Und dort drüben stolziert jetzt eine Wache rum. Ist klar. Gehst du auch wieder runter? Yes. Dort unten hat es noch einen Lebenstrank, nur wenn der mich erwischt, da brauche ich gar nichts mehr. So. Einfach speichern. Mal schauen, ob ich hier durchkomme. Ich weiß, ich habe dort was liegen lassen, aber was soll ich da jetzt noch groß tun? Ich habe da keinen Bock zu. Dein Ernst gerade. Ich muss an so einem Fetti vorbei. Das geht mal gar nicht klar. Nein, er hat mich. Warum hat er mich? Okay.
Wir kommen hier nicht zufällig irgendwo weiter. Das kann jetzt nicht zufällig euer Ernst sein, dass wir hier nicht weiterkommen. Solange ich hinter dem Troll bleibe, finden sie mich nicht. Aber seht ihr, wie gut es ist, dass wir dort immer speichern können, wo wir wollen. Zum Glück. Sonst müssten wir ewig auf den Kontrollpunkt vertrauen und naja. Ihr seht schon, dass das je nachdem, was man hier versucht, nicht so ganz den Sinn hätte, ne? Ich hoffe nur, dass wir jetzt endlich zum Dolch kommen. Wäre so eine Idee. Und nun? What was that noise? Halali. So you're already dead. Oh Gott. Ah, nee. Let it get away. Bitte nicht. You'll be sorry if I find you, you little green skin. You're not up to it, vermin. Jetzt bleib ich einfach hier. Bis die verschwinden, Ich brauche einen Goldharztrank. Nee. Nein. Ist klar. Ist klar, ich bin tot. Oh nee, oder? Also heute kommen wir auch nicht gerade vorwärts. Wenn ich bedenke, wo wir angefangen haben gerade. Ja gut, diesmal kann ich aber auch niemanden ausnocken. Jetzt bin ich noch unbewaffneter als vorher. Keine Lebenstränke, keine Wurfmesser, nix. Wirklich nix, außer Sand. Sand ist meine einzige Waffe, um Feuer auszumachen. Wow. Halt die Backen. Und nun? Nothing.
Nee. Also mir passiert das jetzt zum 4. oder 5. Mal, Mann. Dass die mich dennoch sehen. Aber sie gehen wieder an ihren angestammten Platz. Den hat er nicht angemacht. Gehst du wieder? Bitte? Nein. Du kommst wieder back. Sehe ich das richtig? Dann komm mal back. Und geh weg mit deinem Partner. Das war beim ersten Mal dumm, weil wir das nicht wussten. Jetzt gehen sie, glaube ich, wieder auf Patrouille. So. Hä? Wer war alarmiert? Und hierdurch geht's ja auch nicht lang richtig. Das Einzige, was ich machen kann, ist da auslöschen und dann wieder versuchen hochzuspringen. Alles andere da unten geht mich nichts an. Wo sind denn die hin? Zumindest speichere ich das jetzt. Aha. Und gehst du auch noch weg? Ah, es hat einfach nicht angezeigt, dass die Flamme wieder brennt. Ist klar. Die kommen nun ja wieder. Dann gehe ich jetzt mal runter. Aha. I thought I saw something. Don't move. I'm coming. Tschüssi. Come back here, you coward. There's no way we can leave a bastard like that. Tja, finden tut ihr mich nicht. So nicht. Tja, scheiße, ne? Da hat's noch einen Hebel. Ob ich den nicht mal betätigen sollte? Huh.
Auch interessant. Ich glaube, da würde man entkommen, ne? Dann werden wir hier mal den Schleichweg bevorzugen. Aha. Oha. Bist du ein Arschloch? I don't have time for games. Show yourself. Come here. There's no way we can leave a bastard like that wandering around. We've got to find him. Whew. Ich konnte ihn für kurze Zeit verarschen. They're not so sneaky. Du hast noch so einen Säuretrank. Danke, nehme ich gerne an mich. Ha. Und selbst wenn er mich sieht. Ach, was du nicht sagst. What is it this time? Gar nichts. Aber weiter kommen wir nicht. Vergesst es. Das war jetzt erste Sahne. Runter kommen wir ja immer. Von daher passt es ganz gut, wo wir hier sind. Aber ich frag mich, wie man da lang kommt. So am besten. Auch okay. Ha. Macht mal, ihr Flitzpiepen. Übertreibt. Und jetzt? Wie steht ihr hier so? Ihr freshen Dudes. Aha. Ich speichere mal hier. Weil, falls es gleich schief geht, bin ich hier. This'll do. And now to find Styx. He doesn't seem too worried about covering his tracks. I should be able to follow. Eben doch, wir sind nicht mehr Styx. Von daher passt es ganz gut.
zum Labor. Sehr schön. Und wie geht's hier weiter? Wir haben endlich unseren Dolk. Deswegen speichere ich gleich nach knappen 25 Minuten. Wohlbemerkt, das ist heftig. Ja, klar. Das sieht mich einfach aus dem FF. Und jetzt soll ich noch ins Labor. Immerhin habe ich jetzt einen Dolch. Ha. Na. Ja, ja, ist klar. Ist klar. Ja, ist klar. Oh Mann. Ja, ist klar. Das war, das musste mein Aus bedeuten. Ich konnte nichts mehr machen. Und vor allen Dingen, komischerweise geht da noch weniger als beim alten, beim Stixy Line. Und warum, wer spielen wir dann jetzt eigentlich? Irgendwie... Sarklash oder wie hieß der nochmal? Keine Ahnung. Irgendwie Rush oder so. Ist das doch zum Kotzen. Ich will wieder Sticks spielen. Der hat sich angenehmer gefühlt. Der hat sich angenehmer angefühlt. Ha. Nee, 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 nee. Das würde nur unnötig Aufmerksamkeit nach sich ziehen. So. Sehr schön. Mal gucken, wie es mit dem so ausgeht. Oh nö. Sorry. Habt ihr noch ziemlich spät festgestellt dort hinten? Ne? Ihr seid vielleicht Luschis. Naja, gut. Zumindest können wir den hier besiegen. Ja, es gibt wieder viele von denen heute. Nur nehme ich nicht ganz so viele auf. Weil ich ja hier der Story lang möchte. Ach klar. Am besten noch neben dem Ogre durch, ne? Sind wir hier richtig? Warum das denn? Wer zur Hölle hat das beauftragt? Ich nicht. Shit. Got to get back on patrol. Ist klar. Well, let's get back on patrol. So, jetzt sind wir ganz oben. Ha. Huh. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ist klar. Nee, 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 nee. Du siehst mich nicht. My friend. So. Jetzt hoffe ich, dass der neben mir vorbeirennt. Falls er das tut. Wenn nicht, auch okay. Ha. Dass ihr überhaupt nebeneinander Platz habt. Ha. Ich hoffe. Dass ich hier noch weiter durchkomme. Come on, guys. I want the whole place searched. I'm sure something's hiding around Understood. Here. Damn! Fuck me! Come back here, you coward! Wait until I get my hands on you. You'll see how I deal with monsters like you. Hey! Don't let it get away! Down Whoa. Here! I heard Shit. Something. This one's for me! Yeah. Ow! Ich wehre mich gar nicht mehr, wenn mich jemand so sieht, in diesem Sinne, wenn sie so in der Mehrzahl sind. Ich weiß gar nicht, wie ich mit denen allen fertig werden soll. Also bitte. Also, sie übertreiben jetzt ein wenig. Muss ich ganz einfach so sagen. Dafür, dass ich eigentlich nur in mein Versteck will, in das Labor. Ne? Mal schauen, wie lange es geht, bis wir wieder ins Labor können. Und ich mache da nur Kapitel für Kapitel, ne? Oh ne, nicht schon wieder. Ich bin noch so weit entfernt. Oh Gott. Dein Ernst gerade. Dann drehe ich wieder um. Dann muss ich dann echt noch speichern. So. Super. What was that noise? Da war gar kein Geräusch, my friend. Außer mein zartes, überlegenes Gehirn. Siehste? Da nehmen wir auch noch wieder mit. Nee, 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 nee. Lass es lieber. Oh, der hat mal die Leiche entdeckt. Nicht mal schlecht. So, weg. Und hier, das nehmen wir wieder mit. Weil wir gerade so schön dabei sind. Oh Mann. Ihr Vollidioten. Someone there?
I saw something move. I think I saw something over there. Be ready. There's a creature lurking around here. Naja. Haltet mal die Backen steif. Aha. Interessant. Aber dadurch muss ich trotzdem, wie ich auch immer das anstellen möchte, ich muss da lang. Ja, ist klar. Ist klar. Und jetzt darf ich alles schon wieder machen, weil ich einfach so doof war und, ja, nicht gespeichert habe. Aber trotzdem, es ist so eine behinderte Stelle, um zu speichern. Ja. Und ich möchte nicht wieder irgendwo in der Pampa speichern, wo ich dann die Hälfte aufgebraucht haben muss oder keine Ahnung. Ah, Gottchen. Kommst du bitte? Gehst du bitte? Danke. Jetzt kann ich so lang hier dir das Genick brechen. Hier schnell durchlatschen. Hier abschalten. Hier noch was nehmen. Hier kommt jetzt wieder angerannt. No, 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 no. He's been killed. What? Ha. Zumindest sehen sie mich nicht gerade hier, wie ich meine Werke verrichte. Oh! Yo. Ja, so gestorben bin ich jetzt auch noch nie. Das war jetzt ganz ungeil. Ja, woher will ich denn das wissen? Ich dachte, jetzt sind alle tot, aber scheint mir noch nicht so zu sein. Okay. Aber es geht schon wieder um die 40, 50 Minuten, bis wir überhaupt irgend an was kommen, nur weil wir hier nicht durchkommen. Und es liegt doch nicht an mir, oder doch? Keine Ahnung. Und wie gesagt, ich spiele das Spiel das erste Mal. Ist schlimmer als ein Prince of Persia. Und wenn ich das sage, heißt es schon was. Ja, genau. Ist klar. Ist klar. Ach Gott. Tschüss. Oh Mann. Das darf doch nicht wahr sein. Ey, jetzt ist es immer gegangen. Ey, ich sag am besten gar nichts mehr. Ihr könnt nur noch spulen, Freunde. Bis die Werbung auf jeden Fall vorbei ist. So,
reißen wir uns nochmal für die letzten 15 Minuten zusammen oder so. So, danke. Danke. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder. Ich mach mal wieder bis zu der Stelle, ne? Been killed. What? Da sind wir auch schon wieder. Ich speichere diesmal wieder mal nach einer sehr langen Zeit. Interessant. Dein Ernst gerade? Können mich unmöglich gesehen haben. Ja. Dein Ernst gerade? Ihr könnt mich noch so suchen, komm, ich bin nicht mehr da. Das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Ich verschwinde schnell mal wieder. Na? Ist klar. Ist klar. Nicht geil. Definitiv nicht. Ha. Ich bleib jetzt gerade mal hier. Ich hätte noch eine andere Idee, aber ob die geht, keine Ahnung. Halali. Das war knapp. Könntet ihr mal wieder eure Stellung aufnehmen, die ihr vorhin hattet? Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, wenn ihr mal jemanden entdeckt habt, aber es wäre eine nette Tat. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Ich sterbe einfach mal so dran, ist klar. Vor allem Ding, es gab es weder in Assassin's Creed noch in einem anderen Jump'n'Run in diesem Sinne, dass man während
des Springens gekillt worden ist, ist sowas von unrealistisch. Weil man verfehlt. Vor allem Ding, so schnell wie unser Charakter ist, wollt ihr mir im Ernst sagen, Krieger sind schneller als ein Goblin oder was das sein soll? Also, ich weiß es nicht. Ist klar. Genau. Und am besten entdeckst du mich noch von dort drüben. Ist klar. So. So. Und den hole ich mir jetzt. Ist mir egal, was andere sagen, aber den hole ich mir. Hallo. Ist klar. Ist klar. Vor allem Dinge. Also diese Stelle ist die ekligste im ganzen Game. Also ich dachte ja, vorher wäre es schon schlimm gewesen. Aber ich habe mich getäuscht, es kann noch schlimmer werden. Also wer sich das hier antut, der ist genauso gestört wie ich. Definitiv. Und ich weiß nicht mehr, ob ich das noch lange mitmache. Also wenn ich hier nicht mehr weiterkomme, breche das Let's Play ab. Das könnt ihr mir glauben. Ist mir egal, ob manche das für ein Assi-Bitch-Move halten, ob man mich an sich hasst wie ein Brett. Ist mir dann egal. Haltet einfach die Backen. Aha. Stay alert. There's something in here. Klar habt ihr die Waffen gezogen für jemanden, der gar nicht da ist. Ist klar. Und ich kann auch nichts machen, um das abzuwehren. Ich kann auch nicht mehr springen. Ab dem Moment, wenn wir im Kampfmodus sind, kann ich nicht mehr springen. Ja, ist klar. Ja, ja, genau. Genau. Ist klar, am besten läufst du gerade in die Arme dieses Arschloches am besten noch. Du komischer Goblin alias Sticks 2.0. Du gehst mir sowas von auf den Sack. Ohne Spaß. Klar. Ah, klar.
Ah, klar. Geh liegen. Arschloch. Jetzt speichere ich das unter dem zweiten ab. Mal schauen. Vielleicht haben wir jetzt Glück. Und kommen mal dadurch. Ha. So. Es tut mir leid, aber du bist tot. Endlich. Wir sind durch. Heiliger Meter. Das fülle ich auch noch auf. Dann sind wir hier sowas von fertig. Oh. Hey, ist klar, zum Glück habe ich gespeichert. So. Ja. Ja, aber dass gleich drei da unten warten, ist ja ziemlich unangenehm. Aber selbst wenn der andere jetzt nicht mehr gegen mich irgendwie was macht, finde ich es dennoch ein bisschen lächerlich, so viele dran zu setzen. Aber gut. Ist ja nicht mein Problem. Oder doch? Ja, sogar sehr wohl. Und was machen wir nun? Oh Gott. It's getting hard to breathe here. All this amber in the air. I'm sure it's eating my lungs. Ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht. I give up. I give up. Wo gehst du hin? So. Das könnte knapp reichen. So, den kann man jetzt hier versorgen. Hier mal speichern. So. Und dann, den anderen ausnehmen. Ist klar. So. Das wäre ausgemacht. So. Sehr schön. Weg mit dir. Kackbratze. Ha. Hier schalten wir auch mal aus. Da wir nicht wissen, was auf uns wartet. So. Dort oben geht ja nicht mehr lange. Ist ja geil. Dann sind wir schon wieder im Versteck. Nice. Schon wieder nach 55 Minuten.
I'm sure something's hiding around here. Alles klar. Understood. Don't move. I'm coming. Fuck. It was over there for crying out loud. There's no way we can leave a bastard like that wandering around. We've got to find It's over for him. Ha. Huh. Bis jetzt läuft's noch. Er kann mich nicht hervorholen, weil ich nicht mehr unterm Tisch bin. So. Der ist auch weg. Sehr gut. Oh, da hätte man fast eine Münze liegen lassen. Und jetzt? Was habt ihr nun vor, ihr kleinen Lollis? Ich kann wenigstens hier unten verharren, ihr nicht. Nee, nee. Du hast eigentlich jetzt nur noch da oben durchzulaufen. Und dann kann ich da hoch. Ha. That's all right. Aha. Das noch mehr alright. Und jetzt sind wir da, Freunde. Endlich nach 55 Minuten. Fickt euch, ihr Wichser. Also nicht ihr Zuschauer, sondern die Entwickler, Mann. So eine Stage einfach mal so mit einem neuen Charakter zu machen, ist ein bisschen zu heftig. Ich weiß, die Bewegungen sind ähnlich und so, aber naja. Dazu kommt ja noch, dass wir vom Anfang an nicht gerade mit Waffen bestückt wurden. Wir mussten zuerst noch einen Dolch holen. Das wird ja interessant im nächsten Part, der Schöpfer. Geht jetzt schon gegen das Ende zu, oder wie? Dass das so extrem anzieht mit dem Schwierigkeitsgrad. Und jetzt kommen sogar solche kleinen Missgeburten gegen mich an. Das ist ja echt lächerlich. Vor allen Dingen, warum sind die gegen mich? Arbeiten die mit Sticks zusammen? Sind die von Sticks herbeibeschworen worden? Wir erfahren so nix. Geh weiter.
Die machen einem nicht das Leben schwer, sie machen mir das Leben zur Hölle. Ja klar, und dann kommen hier noch solche raus. Alles klar. Alles klar. Das war sehr genial. Jetzt, nö. Jetzt sollte ich mal speichern, wenn ich schon zwei von denen getötet habe. Ohne selbst getötet zu werden. Ist es ja nicht gerade schlecht, ne? Ihr könnt mich mal kreuzweise. Oh ne. Ja super, ich bin instant tot, weil ich keinen Lebenstrank mehr habe. Tja Freunde, wie es dann aber hier weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge von Sticks. Würde ich doch mal glatt behaupten, gespeichert habe ich. Ich möchte allerdings noch gucken, was dort hinten ist. Ich bedanke mich schon vielmal fürs Zugucken. Schon wieder eine Stunde. Also sogar jetzt noch mehr als im letzten Part. Da ging es ein bisschen flüssiger, aber auch nicht gerade allzu flüssig, da wir auch dort sicher 10-mal schon gestorben sind. Hier sind es schon 15-mal, also ich sterbe pro Part sicher 10, 15 Mal. Ihr könnt ja mal die Tote zusammenzählen. Wird sicher lustig. Ne? Wunderbar. Das hätten wir. Dass er sich aber gerade zu uns umdreht. Finde ich nicht geil. Das zweite nehme ich hier auch mal mit. Scheiß Dolche. Wo landen wir denn hier? Ach so. Kein Problem. Jetzt wird's interessant. Zu Sticks. Ich möchte eigentlich heute noch zu Sticks kommen. Eigentlich. Eigentlich. Aber es wurde mir verwehrt gerade durch diese lange Scheißaufnahme. Haha. Finden tut ihr mich nicht. Ist ja geil. Sie sind zwar auf der Hut, aber sie finden mich nicht. Ha. Noch 13 Meter da oben. Ich muss irgendwie dort hochkommen. Dann geht's doch noch heute ein bisschen weiter. Ist nur die Frage, wie mache ich das jetzt? So. Wunderbar. Merken Sie das, wenn Ihre eigenen Leute gestorben sind? Irgendwie nicht. Tja. Und solange ich sowas habe, hier sterbe ich nicht. Und ich kann ja auch speichern und jeden Gegner, den ich töte, speichern. So. Danke.
Und hier soll Sticks sein. Funny how things change, don't you think? This time it's me asking all the hard questions. And believe me, boy, I'm very good at getting answers. You don't scare me, Shorty. What are you hoping for? Don't waste your time trying to resist. The mind is a funny thing, you know? If I ask you to think of something, you will think of exactly that thing, whether you like it or not. And the amber, it will tell me everything. I must admit that the destruction of the bridge could be a tiny problem. But since you did it without hesitation, you must know another way. Ah, Querberus. He's alive. He knows a way, and you know where he is. It's you who's holding him prisoner. I knew it! Come on. Show me where he is. Come on! Show me! Ah, demon! Amber is burning my insides! My brain is melting! Concentrate, fool! I don't care if you're scared, you'll die! Free me, you rat! I'll show you who's scared! Damn it! My eyes are burning! Ah! A laboratory to study amber. By my ancestors, you're using this old fool to distill amber. You're the one behind the amber smuggling. If old Barry knew this, his own son. And this laboratory, where have you installed it? It's gotta be here, somewhere in the tower. Come on, you remember. You can see the lab. See the way there. You can see the surrounding area. Let's see. Looks like sewers? Am I right? Querberus is being held in the bowels of the atrium? Ah, my head. I saw everything. I saw his memories. I recognize this place. It's not far from the hideout. Styx wants to find the architect. So I'll find him before he does. Quick! Tja, Freunde, und wie wir zum Kerker kommen, das schauen wir in der nächsten Folge an. Ja, das war doch wieder mal ein heftiges Stück Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Tödle.